Scheiße. Das habe ich mir mitbedacht. Fuck. Sehen. Und alles für Schuss. Willkommen wieder bei Let's Basteln, dem besten Bastel-Channel auf YouTube, zu einem Projekt, was schon scheiße anfängt. So, was meine ich mit scheiße anfangen? Ja, habe ich Holz für das Projekt bestellt und denke mir so, ja, das passt schon von der Dicke. Nee, das passt nicht. Man hätte sich vielleicht mal, bevor man das Holz bestellen muss, Gedanken machen müssen, wie dick man es bestellt. Klingt logisch, oder? Da jetzt ist leider alles und immer gerade 2,20 Mark kostet, ja, habe ich mir gedacht, komm, fährst zum Schrein um die Ecke. Der hat bestimmt noch ein bisschen Holz da. Und dem habe ich es jetzt abgekauft. So, ich kann euch versprechen, im heutigen Projekt gibt es viele Tipps und Tricks, wo wir was lernen können. Auch ich, weil es ist das erste Mal, dass ich das, was wir hier machen, bauen. Hä? Der spricht kein Deutsch. Jetzt muss ich bloß schauen, wie immer, ja, wie ihr auch, wie das Material, was ich brauche, aus diesen Teilen hier rauskriege. Ach Gott, das ist so schwer. Esche, das ist so schwer. Das ist Nussbaum, das wiegt gefühlt ein Drittel von der Esche. Ha. Die Schwierigkeit besteht jetzt darin, dass wir ein ganz spezifisches Maß brauchen. Ja, das ist jetzt so ein bisschen die Herausforderung. Weil wenn das nicht klappt, dann wird alles am Schluss nicht passen und dann ist alles am Schluss für die Katze. Wir brauchen nämlich genau 34,6, sonst wird es nichts. Ich sag, wenn es nicht passt, ist nachher alles für den Arsch. Passt. Hoffentlich. Weißt du, ich hätte natürlich wieder bei Level 1 anfangen können, bei dem, was ich baue. Ja, aber der Druppe fängt immer bei Level 9 von 10 an. Ja. Aber bis jetzt hat es eigentlich immer ganz gut geklappt. Jetzt müssen wir uns Trapezien zuschneiden und die müssen auch ganz exakt sein, sonst haut der alles nicht hin. Das waren die zwei Sachen, die wirklich perfekt passen müssen. Jetzt schauen wir, ob das geht. Jetzt muss ich mir da irgendwie eine Vorrichtung bauen, dass das immer an der gleichen Stelle anstößt, wenn ich gleich das Maß ermittelt habe. Das schauen wir jetzt mal. Toll. So, ich glaube, ich habe das Maß. Schauen wir mal. No. Das wird spannend, du. Also wir brauchen nämlich ganz exakte Sechsecke. Deswegen haben wir auch drei verschiedene Holzarten. Esche, Nussbaum als Kontrastholz und Eiche. Und diese Parallelogramme müssen so exakt sein, dass drei von denen ein Sechseck geben. Das probieren wir jetzt mal. So, da haben wir drei von denen und so aneinander geklebt, müssten die das perfekte Sechseck geben. Ja, das passt schon recht gut. Ja, 100% wird es nie passen, weil es halt auch einfach Holz ist, aber das schaut schon sehr, sehr gut so aus. Let's go! You gotta turn it around. Don't look over your shoulder. Don't have a look back. Now here's a second opinion.
Und die drei letzten von 150 Teilen. Hey, das hat jetzt echt gut funktioniert. Da können wir ja weitermachen und schauen, ob es klappt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es diesmal klappt. Ich bin sehr zuversichtlich. Über das kritische Stadium, glaube ich, sind wir hinaus, dass es dann nicht mehr passt. Dann können wir uns ja jetzt unsere Sechsecke verleimen. Das war das, dass unsere Werkbank jetzt komplett vollsaut mit Holzleim. Wenn man bei Good Old Amazon mal so eine Rolle Papier kauft, die kann man auch super drunter legen, wenn man beizt oder irgendwas. Verlinke ich dir mal in die Videobeschreibung. Ich finde das nämlich relativ praktisch. Zack, plötzlich schaut es gar nicht mehr so viel aus. Ist auf ein paar Häufen. Der ein oder andere wird es wahrscheinlich schon erraten haben, was wir hier bauen. Ja, wir bauen ein Schneidbrett. So. Zum Verleimen von unserem Schneidbrett kann ich jetzt nicht irgendeinen Holzleim nehmen. Wobei, ich kann schon irgendeinen Holzleim nehmen, aber ist halt nicht sicher, ob es dann hält. Das heißt, wir müssen einen Holzleim nehmen, der wasserdicht ist. Ja, klar, ich meine, es kommt darauf an, wenn ihr auf eurem Schneidbrett nur trockenes Brot schneidet und Brotzeit macht, ja, mit trockenem Brot, dann könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Sobald da mal ein Stück Fleisch oder irgendwas drauf liegt, das vielleicht, Gott bewahre, das Ding in die Spülmaschine kommt, dann braucht er wasserfesten Leim. Ich nehme Tide Bond 3, ich habe bei Amazon geschaut, D4-Leim finde ich so gut wie gar nicht, außer einen PU-Leim, den will ich aber nicht nehmen. Und deswegen nehme ich jetzt hier diesen Tide Bond 3. Hätte ich irgendeinen D4-Leim gefunden bei Amazon, hätte ich den bevorzugt. Gut, das nehmen wir zum Verspannen, weil ein Sechseck zu verspannen wird relativ schwierig mit Schraubzwingen, zumal ich gar nicht so viel Schraubzwingen da habe. Also machen wir es mit Gummis. Wait, what? Also machen wir es mit Gummis. Interessant zu bemerken finde ich zum Beispiel noch, die Esche, die ist hier ziemlich ausgerissen und die Eiche, die ich da vorgeschnitten habe, gar nicht. Und das Nussbaum, was ich danach geschnitten habe, auch nicht. Ist interessant. Dann müssen wir es natürlich glatt schleifen. Und dann verleihen wir uns unsere Sechsecke. Ein Stück Eiche, ein Stück Esche und ein Stück Nussbaum. So, jetzt müsst ihr das eigentlich, wenn ihr das richtig gesehen habt, nur einfach so. So, damit das Ganze zusammenhält, nehme ich jetzt hier einfach solche Haushaltsgummis, die ich mir bestellt habe. Mach da ein paar drumherum. So. Das war's. Hätte ich die Gummis echt kleiner bestellen können, gell? So, und so leime ich mir jetzt meine 70 Sechsecke als allererstes Mal zusammen. Wir brauchen jetzt ja nicht unbedingt viel Druck, sondern dass das zusammenhält. Und das Gute ist dadurch, ja, wenn sich das verschiebt, seht ihr, dass der Gummi zieht das wieder in genau die Position, in die es eigentlich gehört. Also ein Verrutschen fast unmöglich. Also für jeden, der schnell ein Schneidbrett möchte, ist das Projekt garantiert nichts. Das ist nämlich ein richtig ausgewachsenes Projekt, weil es eine ganze Weile dauert. Ja? Also für alle, die meckern, ihr habt keine Zeit und es macht zu viel Arbeit, ja, schaltet es gleich ab. Für euch ist das nichts. Das ist nämlich sehr zeitintensiv. Juti! Wenn der Leim dann so weit abgebunden ist, kann man die Gummis entfernen und wiederverwenden, weil der Leim dann nicht dran haften bleibt. Das sind aber auch die einzigen Gummis, die ihr wiederverwenden könnt. Die anderen solltet ihr nicht nochmal wiederverwenden. Ja? Beim großen A gleich mal ein Kilo Gummis kauft. Ja? Gummis brauchst du nämlich öfter, als du denkst. Also Haushaltsgummis. Was ihr schon wieder denkt, ich kann genau fühlen, was ihr schon wieder denkt. Ihr schmutzigen alten Männer da draußen. Bis hierhin haben wir jetzt pfuschen können. Da fällt es dir nicht so auf, wenn die Winkel nicht hundertprozentig passen. Beim nächsten Arbeitsschritt, da fällt es dann auf, ob die Winkel schlussendlich passen oder nicht. Und ob das Schneidbrett auch gut wird oder ob es scheiße wird. So, wir sehen vom Verleimen haben wir jetzt hier so Überstände. Das ist natürlich nicht gut, wenn wir die zusammenleimen wollen. Dann steht das über. Das heißt, wir müssen das jetzt erstmal alles hier glatt schleifen. So, hier haben wir zum Beispiel sowas. Ich gehe einfach über alle Flächen einmal leicht drüber. Dann passt. So, ich würde sagen, der Arbeitsschritt ist natürlich jetzt super wichtig, weil je nachdem, wie gut wir das jetzt schleifen, desto genauer passt es nachher. Hoffe ich mal.
Spinne mitbedacht. Fuck. Ich sehe gerade, bei mir dusselt die Maserung. Einmal läuft die Maserung runterwärts von dem Stück und einmal läuft sie... Oh Gott, ihr habt verschiedene... Oh Gott, da haben die auch Mischteile drin. Eieieiei. Das habe ich nicht mitbedacht. Das ist aber grundlegend, dass das Ganze am Schluss gut ausschaut, dass die Maserung immer in eine Richtung läuft. Verdammte Axt, echt. Scheißdreck. Wir haben hier Folie drauf, wir leimen jetzt nämlich das ganze Zeug zusammen und dass das nicht auf dem Untergrund kleben bleibt, Folie drauf, da hält der Holzleim nicht. Aber viel schlimmer ist, dass ich jetzt nicht weiß, das kommt alles erst raus, ob es passt oder nicht, wenn das Ding fertig ist und geölt ist, ob das mit der Maserung was macht. So ein blöder Fehler, echt. Wenn es nichts wird, dürft ihr mich am Schluss dann gerne auslachen. Das schaut schon echt super cool. Ach komm, wie groß mache ich mein Schneidbrett eigentlich? Das ist ja 8 Quadratmeter oder was? Kann ich ja Parkett machen. Ich säge die Dinger in der Hälfte, dann verlege ich meinen Raum da oben Parkett. Hey. Wird das reichen, dass ich 2 mache? Das reicht eigentlich schon von der Größe. Hey, ich brauche ja keine. Das sind ja keine riesen Uschis, hey. Also ich mache da jetzt 2 Schneidbretter draus. Fertig aus. Wenn wir dann am Schluss schon sehen, wenn es nichts wird, dann zünde ich es an. Wenn man es jetzt nur geschafft hätte, das Ganze vielleicht ohne Versatz drauf zu kleben, hätten wir vielleicht auch ein größeres Schneidbrett rausgebracht. Aber Nichtigkeiten, wen interessiert. Schneid das mal zu, dachte, das meine ich hier. Die habe ich komplett für den Arsch gemacht. Ach Gott. Jetzt sind wir noch weit weg von einem Schneidbrett, das man benutzen kann, weil wir haben natürlich hier unglaublich viele Unebenheiten, auch durch Versatz des Holzes. Und ich zeige euch heute mal 2 Methoden, wie man das abrichten kann. Die erste werdet ihr wahrscheinlich kennen, die zweite auch, aber die erste ist ja ganz klar. So, wie nicht anders erwartet, schöne plane Fläche und hier offenbart sie jetzt natürlich, wie scheiße wir gearbeitet haben. Ja, das war mir aber irgendwo auch schon ehrlich gesagt klar, dass es da einfach Versatz und Spalte gibt. Die versuchen wir nachher noch wegzupfuschen. Aber jetzt gibt es erst einmal die zweite Art, wie man so etwas noch abrichten kann. Und zwar diese Seite. Ich habe da vor geraumer Zeit mal so eine Vorrichtung gebaut. Die besteht aus diesen 2 Teilen und diesem Teil. Und dieser Oberfräse, die in diesem Schlitten hier drin läuft. Und das kann ich alles bewegen. Was ist das Ganze? Die meisten von euch werden es schon kennen. Das ist eine Planfräsvorrichtung. Die werde ich euch gleich zeigen. Aber jetzt ganz kurz mal auf den Fräser zu sprechen. Wir werden in die Oberfräse jetzt natürlich gleich einen Fräser einspannen. Das heißt, wir werden hier alles abfahren. Ja? Oder in diese Richtung, das weiß ich noch nicht. Jetzt seht ihr aber, ich habe einen relativ kleinen Fräser. Das ist hier irgendwie ein 16 mm Nutfräser. Da würde ich ja sehr lange brauchen, wenn ich hier jeden einzelnen Zug mache, bis ich das ganze Brett fertig habe.
Weil diese Vorrichtung eignet sich natürlich auch hervorragend. Nehmen wir an, ihr habt eine Baumscheibe, ja, die habt ihr irgendwo bekommen und ihr möchtet die planfräsen, weil ihr einen Couchtisch machen wollt oder weiß der Geier, was man mit so einer Baumscheibe machen kann. Das kann man ja schlecht in Hobel reinstecken. Das heißt, so eine Vorrichtung ist super, wenn man jetzt so etwas hat, keinen Hobel hat oder sehr große Teile, die nicht durch den Hobel durchgehen, dann eignet sich das sehr gut. Aber ich möchte ja jetzt nicht eine Stunde da mit dem kleinen Fräser entlang fräsen. Und da gibt es ganz spezielle Planfräser. Ich habe euch hier mal drei Vertreter mitgebracht. Einen kleineren mit Wendeplatten, einen sehr großen mit Wendeplatten und einen ohne Wendeplatten. So, was ist jetzt der Unterschied? Wendeplatten, wie ihr sicher wisst, ja, da kann ich die Schneide wenden. Das kann ich hier genau einmal machen, weil ich beide Seiten brauche. Das heißt, bei dem kann ich das einmal wenden und bei dem kann ich das einmal wenden. Wenn hier die Schneide aufgebraucht ist, dann kann ich den Fräser nachschärfen, weil hier ist der Umfang oder der Durchmesser relativ egal. Das Gute ist, diese Planfräser kann ich natürlich auch in einer CNC nehmen und damit große Bohlen planfräsen. Das ist natürlich super geeignet dafür. Die hier sind etwas teurer, weil ich natürlich einmal den Grundkörper kaufe und dann kaufe ich immer wieder diese Plättchen nach. Die sind sehr, sehr günstig. Der Fräser ist dann nachgeschliffen oder nachgeschärft ein paar Mal ist. Der ist dann irgendwann natürlich auch mal durch und ich kann mir einen neuen Fräser kaufen. Allerdings ist er eine Anschaffung billiger. Und der große Vorteil bei denen ist jetzt natürlich, dass ich viel weniger Züge brauche. Ja? Als mit so einem kleinen, ich übertreibe mal, mit so einem 5 mm Fräser brauche ich, keine Ahnung, 8,9 Milliarden Züge. Und bei dem brauche ich halt irgendwie 20 Züge. Also brauche ich die Zeitersparnis ja, nicht groß erklären. Klein, groß, je nachdem wie der Geldbeutel sitzt oder was ich machen möchte, kann man dann eben entscheiden, welchen Planfräser man gerne hätte. So, die Fräse, die ich euch gerade gezeigt habe, sind von ENT. Ich verlinke euch die unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch die mal angucken. Ich nehme jetzt den größten und dann werden wir mal probieren, ob das geht. Ich meine, ihr habt das mit dem Jonas damals am Tisch gemacht. Ja? Stichwort Ghetto-Methode. Also, dass es geht, weiß ich. Ich möchte es euch einfach nur nochmal zeigen. Und für alle die, die diese komplette Planvorrichtung interessiert, rechts im Eck oder unten in der Videobeschreibung, habe ich euch das Video dazu, wie ich die gebaut habe, verlinkt. So, was jetzt gleich passieren wird, ich werde logischerweise den Fräser einschalten, runterfahren und dann meinen ersten Zug machen. So, und hier kann ich wunderbar sehen, wie das funktioniert. Ich nehme hier relativ viel ab. Mit dem Jonas, mit dem Tisch habe ich noch viel mehr abgenommen. Also diese Fräse sind auf jeden Fall auch dafür da, dass ich da richtig krass Material abnehmen kann. Wir sehen eine super scharfe Kante und vor allem eine ganz tolle glatte Fläche. Sogar noch ein bisschen besser als beim Hobeln, weil ich hier nie irgendwie gegen die Faser hobel. Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Oberfläche. Das ist uns damals beim Jonas, beim Tisch auch aufgefallen. Du hast eine super, super tolle Oberfläche. Klar. Neue Plättchen sind da jetzt drin, ja, die können natürlich auch ein bisschen verschleißen, aber die Oberfläche ist dann wirklich toll und auch wirklich super gerade. Gerade eben, wie gesagt, wenn man eine lange Bohle hat und die nicht durch den Hobel passt, die man so ein River Table machen, also ein Epoxy-Tisch und das Zeug muss gerade sein, ja, keiner hat einen Hobel, der einen Meter breit ist. Ja. Und genau dafür ist so eine Vorrichtung wirklich Gold, Gold. Also, machen wir weiter. So, und so schnell kann man das wirklich perfekt plan abrichten. Wie gesagt, Video von der Vorrichtung und Fräser habe ich für die Leute, die es interessiert, in der Videobeschreibung verlinkt. Ah, jetzt müssen wir es auseinanderkriegen. Jetzt können wir unsere Bretter ja mal zurechtschneiden. Jetzt möchte ich das in 45 Grad Winkel noch haben. Ich säge es erst an. Grobe Material weg und falls dann noch was wäre, könnte man es ja mit dem Fräser machen. Der Vorteil ist jetzt nämlich, ich kann es hier greifen und wohin tragen, weil wenn das hier am Boden aufliegt, dann muss ich hier immer umständlich
Und so habe ich auch gleich eine Griffmulde, an der ich das Brett tragen kann. Und sieht auch besser aus. Ja, ich will ja kein so ein richtig fettes Brett irgendwo liegen haben. Das ist ja ähnlich wie eine Schweizer Kante. Man sieht nur die dünne Kante. Fein, man könnte es noch so eine Saftrinne machen. Brauche ich aber nicht. Ich mache da Brotzeit drauf. Ja. Das heißt, wir können es mal schön machen. Jetzt kümmern wir uns mal um die Oberfläche. Und zwar kann man da jetzt natürlich viele verschiedene Öle nehmen. Ich werde jetzt in meinem Fall Leinöl nehmen, weil es natürlich auch direkt mit Nahrungsmitteln in Kontakt kommt, das Schneidbrett. Ja, man kann auch andere Öle nehmen. Ich nehme Leinöl, Firnis. Der Unterschied, bitte korrigiert mich, der Unterschied zwischen Leinöl und Leinöl Firnis liegt darin, dass Leinöl Firnis Trockenbeschleuniger hat. Und normales Leinöl braucht halt irgendwie 16,8 Milliarden Jahre, bis es trocken ist. Und Leinölfirnis geht relativ zügig. Und das werde ich jetzt einschleifen, weil wir haben natürlich noch etliche Spalte auf der Fläche. Und die hoffe ich jetzt zuschleifen zu können. Kann man, glaube ich, gut erkennen. Hier und hier hat so auch so Mikrospalte. So, welches Leinölfirnis habe ich da? Ich habe einfach das Billigste bei Amazon genommen, ja, 5 Liter. Hat man mal ein bisschen mehr. Gerade wenn man demnächst Kinderspielzeug macht oder so, dann werde ich wahrscheinlich auch Leinöl nehmen. So, und ihr habt mich gerade den Schleifteller wechseln sehen. Und alles verschüttet oder was? Halt, stopp! Das glaube ich jetzt nicht. So eine Scheiße. Herrgott nochmal, echt. Das könnte ich wieder kotzen, könnt ihr schon wieder. Leck mich doch am. Ja, und jetzt. Und alle Zuschauer so, mit der Truppe, der ist so lustig. Ja, das ist total lustig. Ich krieg mich grad nicht vor Lachen. Fuck. So, wo sind wir stehen geblieben? Stimmt, ich wollte die Oberfläche einschleifen, bevor mir der Scheißdreck runtergefallen ist. Gott. Also, probieren wir's. Bisschen Leinöl drauf, spezieller Schleifteller und dann gib ihm. Das schaut aber nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe, mein Lieber. Ich würde echt die Natürlichkeit des Holzes betonen, aber das Einzige, was hier betont, ist gar nichts. Und Truppe, hat es funktioniert? Nee. Also ich sag mal so, das komplette Schleifnetz ist glatt und zugesetzt von Staub. Also ja, es funktioniert und die ganze Spalte kittet es da auch schon zu. Wie gesagt, euer Schleifteller ist am Arsch danach. Ihr habt einen speziellen zweiten Schleifteller, den ihr genau für sowas nehmt. Ha Gott, zack, jetzt schleie alles kurz und klein. Jetzt probieren wir mal das Öl da auftragen. Das Öl da auftragen, das ist wieder bestes Deutsch. Das Öl da aufzutragen, ein bisschen einsaugen zu lassen. Einziehen zu lassen, dann zu schleifen, dann schleift der Teller nicht mehr komplett voll. Das wäre viel leichter Idee. Also ich hab mir echt vorgestellt, dass das mit dem Leinöl geiler ausschaut. Das schaut irgendwie scheiße aus, sage ich euch ganz ehrlich. Aber wer bin ich, euch vorzugeben, wie ihr das zu finden habt? Ihr seht selber, ja, das ist sehr gelb, das Leinöl. Und ich finde auch ehrlich gesagt nicht, dass es die natürliche Maserung des Holzes so vorhebt, weil alles einfach nur gelb ist. Jetzt warten wir einfach mal ab, wenn es ins Holz einzogen ist, ob sich dann irgendwas ändert. Aber aktuell, sage ich da ganz ehrlich, finde ich, dass es einfach scheiße ausschaut, dass er beinahe drüber gepisst hätte. Wie gesagt, vielleicht ändert sich meine Meinung gleich noch, ja? Aber ich glaube es jetzt eher weniger. Das Schöne ist, es ist natürlich, ja? Ich kann es mit der Pfote anfassen, ich kann es trinken. Wobei trinken will ich jetzt nicht. Aber es ist halt 100% natürlich, das Zeug. Ich sehe gerade, mein Arbeitsplattenöl ist auch lebensmittelecht. Wisst ihr was? Jetzt probieren wir das mal. Können wir gerade einen schönen Vergleich machen zwischen dem Öl und zwischen Leinöl? Dann können wir nämlich einen direkten Vergleich von den beiden Ölen machen. Mit dem Leinöl, ich weiß noch nicht, ob ich zufrieden bin. Es kommt aufs Endergebnis an. Schauen wir mal. Vielleicht kommt bei dem direkten Vergleich irgendwas raus, was man sonst damit kriegt. Das schauen wir jetzt. Bin echt gespannt. Ihr habt jetzt hier. Das ist der normale Schleifteller. Da habe ich jetzt einfach so ein Schleifvlies genommen.
Dann wollen wir das Öl jetzt einmassieren und diese ganzen kleinen Mikrospalte zusetzen mit dem entstehenden Schleifstaub, der sich mit dem Öl vermischt und dann wunderbar die Poren schließt. Im Vergleich ist jetzt meine Meinung, dass das Leinöl tatsächlich einen Hauch mehr die Maserung betont. Aber das müsst ihr selber entscheiden, ja? Was ihr nehmt, müsst ihr immer selber entscheiden. Ich freue mich auf jeden Fall schon das erste Mal Brotzeit, wo ich auf meinen neuen Schneidbrettern mache. Ja, wer jetzt Lust bekommen hat auf diese Art von Videos oder diese Art von Projekten, den kann ich auffordern, den Kanal zu abonnieren, denn ausschließlich dann bekommst du meine Videos auf YouTube weiterhin vorgeschlagen und du verpasst nichts mehr. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, Leute. Ich mache jetzt Brotzeit auf meinen neuen beiden Brettern. Macht's gut, bis die Tage. Servus.